Aber solche Fragen, wo wir beim Ursprungsthema ja waren, bevor du so ausgerastet bist. Ah ja, wo waren wir? Bei so komischen Fragen, die man dann gestellt wird, die eigentlich keinen Sinn machen und sowas, das sind ja Schildfragen. Das sind die Schildfragen. Beispiel, es gibt einen Originaltext. Ah, ich muss übrigens die Eva grüßen. Damit habe ich es gemacht, okay. Herr Eva. Nur kurz als Zwischending. Ja, hau rein. Weiter. Ich muss doch die Marie grüßen, die Tina, die Lea. So, okay. Die Schildfrage. Es gibt da so einen Originaltext. Und die beste Beispielgeschichte ist meiner Meinung nach, es gibt einen LKW-Fahrer, also ich mache es von meiner Seite aus, ich habe einen LKW-Führerschein, ja. Und ich habe die... Hast du einen? Okay, ich lasse einfach mal jetzt die Geschichte erzählen. So, und ich wollte unter einer Brücke durchfahren, aber die Brücke war zu tief. Ich habe mich verkeilt, der Polizist kam und hat mich ausgefragt und ich habe schon gedacht, er braucht kein Schild. Bis er zur alles entscheidenden Frage kam, nämlich, sie haben sich also unter der Brücke verkeilt. Und daraufhin sagte ich, nein, ich transportiere eine Brücke. Ist das real oder was? Sorry, jetzt ganz ehrlich, so bin ich irgendwo hängen geblieben oder so? Sorry. Nee, sag jetzt mal, was ist los? Ist real. Weil, weißt du, warum ich denke, es real ist? Ist dir schon mal passiert? Nein, nicht mir, aber von meinem Stiefvater, das Unternehmen Tiefbaustraßenbau, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall, da hat jemand das Ding in Aachen gebracht. Ohne Witz. Ja, auf jeden Fall, der hat das gebracht, ich schwöre. Das Ding war, also das Auto, der LKW, der hat das nicht ganz runtergefahren und ist da so hängen geblieben. Das war voll die große Geschichte. Okay. Darum denke ich gerade so, Hörmase, hast du auch schon mal gemacht? Ja. Okay, hau rein jetzt mal. Krass. Hör auf zu reden! Okay. Oh, Mark. Okay. Oh, du bringst mich irgendwann noch um. Ich bin ab heute gute Laune. Aber willst du noch zum Ende führen? Was so, diese Schildfrage? Nee. Okay, würde mich auf jeden Fall interessieren. Alles toll. Gente ist noch nicht komplett. Ich habe gerade gedacht, die wären schon ready. Oh, Mark. Okay, es geht um Schildfragen. Solche Geschichten wie... Du sitzt hier, ich komm rein und sag, ey, bist du auch schon da? Ach so, ja, das sind doch eigentlich so, wie nennt man die noch? Ich wollte fast sagen so... Schildfragen. Nein, Schildfragen habe ich noch nie gehört, das Wort. Hier ist dein Schild. Das ist dann die Reaktion darauf einfach. Wenn du mich zum Beispiel fragst, oh, hast du heute ein schwarzes T-Shirt an? Hier ist dein Schild. Ja, ich habe ein schwarzes T-Shirt an. Nein, du bist farbenblind. Hier ist dein Schild. Das sagt man so. Nee, habe ich noch nie gehört. Ich schwöre, habe ich noch nie gehört, dass das eine rhetorische Frage sagt. Also... Kenne ich das drunter? Oder Rhetorik? Habe ich gerade Brainlag? Ich würde wirklich gerne mit dem Spiel anfangen, aber es geht halt noch nicht. Nee, also wir machen hier gerade missgequatscht, weil hier, da ist nichts los. Kommt. Gott, wie du mich manchmal doof fertig machst, Mann. Damit hast du aber jetzt nicht gerechnet, ne? Mit der Story aus Aachen? Nee. Hast du nicht mit gerechnet? Nee. Oh Gott. Ah, geh ich heute ab, ey. Krass.